ja die schnellste österreichische Läuferin momentan, und im Zuge des Marathons, der in Linz jetzt stattfinden wird, gibt es die österreichischen Staatsmeisterschaften. Und wer sind denn so deine stärksten Kontrahentinnen, sagen wir mal? Ja, die Karin, die Freitag, die ist sicher, also die ist einfach nicht zu unterschätzen, die ist ein Wahnsinn. Und ja, es wird sicher ein hartes Rennen gegen sie werden. Ja, ich habe eigentlich schon in der Kindheit viel Sport gemacht, eher mehr Radfahren. Dann irgendwann bin ich aufs Laufen gekommen, habe es eigentlich nur freizeitmäßig betrieben. Und irgendwann, ja, dann ist man zum ersten Wettkampf gekommen und dann habe ich mein Blut geleckt und habe gedacht, ja, eigentlich macht mir das ja Spaß. Und dann habe ich auch mit gezielten Training angefangen. Kannst du dich an den ersten Wettkampf erinnern? Ja, mein allererster Wettkampf war ein Crosslauf und da bin ich gestorben. Also bin ich wirklich gestorben dabei. Wo war das? Das war in Bruck an der Leiter. Welche Platzierung hast du da gemacht? Da bin ich sogar Erste geworden, also in der Altersklasse damals zumindest. Und, aber gesamt weiß ich nicht mehr, da waren nicht so viele Starter. Ja, und irgendwann, der zweite war dann der Frauenlauf. Und ja, das war, da bin ich dann schon 41er Zeit gerannt, also eigentlich beim zweiten Lauf gleich. Und 41er Zeit heißt? ja, das ist eigentlich für mich, für das, dass ich gar nicht so viel trainiert gehabt habe, das vom mehr oder weniger fast Stand raus gelaufen bin, ja, war das eigentlich so der Anfang von dem Ganzen. Was macht den Laufsport für dich persönlich aus? Ja, für mich ist einfach, mir geht es jetzt nicht nur rein um das Wettkampf, den Wettkampfgedanken sicher. Ja, man hat, setzt sich seine Ziele und verfolgt die. Aber es ist trotzdem schon alleinig, wenn man in der Früh aufsteht, die Laufsachen anzieht und rausgeht. Und es schaut jeder Tag anders aus, ist jeder Sonnenaufgang anders. Und das ist natürlich auch mit Grund, wo ich sage, ich genieße einfach die Natur, das Abschalten können, kein Handy, kein sonst irgendwas mit und einfach das Genießen und ja, einfach vielleicht eine gewisse Art von Freiheit. Du hast ein großes Ziel angesprochen. Magst du das für dich behalten oder kannst du uns da etwas verraten davon? Nein, ich sage einmal, natürlich war es schön, um irgend so eine 2,30er Zeit zu laufen. Inwiefern 2,30, das muss man halt dann schauen. Also unter 2,40 auf jeden Fall. Und wie es weiter dann runter geht, auf das lasse ich mich dann, lass mich einfach mal überraschen. Bist du eigentlich schon knapp dran? Was ist deine persönliche Bestzeit im Marathonlauf? Ja, momentan 2,44,16. Das heißt, wie viel Minuten pro Kilometer sind das? Das war 3,56er Schnitt am Kilometer. Mal, wir sind ein gutes Team und es ist schon alleinig das viel wert, ja, weil auch wenn die Trainingspartner da sind, sieht man sich gegenseitig motiviert beim Training, wir gewisse Trainingseinheiten gemeinsam machen und das ist natürlich auch eigentlich ein sehr guter Faktor und bringt da sehr viel. Die soziale Komponente, das motiviert gemeinsam ein Ziel zu erreichen, ist ein großer, großer, großer Vorteil. Ja, das ganz sicher und auf jeden Fall, ja. Die Lissi, die Annabelle, du, ihr seid ja das Freestyle Runplugged Runners Team. Was ist das genau? Ja, das ist quasi dieses Pro-Team von Tristyle. Das heißt, wir kehren uns an zu die besten Läufer in Österreich. Ja, und wir schauen halt natürlich, dass wir jetzt gemeinsam uns verbessern und gemeinsam unsere Wege gehen. Könnt ihr voneinander profitieren? Ja, auf jeden Fall. Also ganz bestimmt.
Und das ist halt einfach, weil gewisse Trainings passen doch zusammen und es geht jetzt nicht nur die Regenerationsläufe, dass man die einfach gemeinsam machen, sondern wirklich gewisse Trainingseinheiten. Da macht halt einer kürzere, der andere macht längere Intervalle und ja, na, wir profitieren sicher voneinander. Eure Konstellation ist ja in Österreich was Einzigartiges, wenn nicht sogar weltweit. Da habe ich zu wenig Erfahrung in dem Bereich. Aber gerade, dass so drei unterschiedliche Top-Athletinnen so gut miteinander harmonieren und zusammenarbeiten können. Das macht es auch irgendwie aus. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das ist ja das, was mir irrsinnig motiviert und was bei Drissel eigentlich ganz besonders ist, weil wir eigentlich kein Konkurrenzdenken haben. Ja. Für uns ist, wir pushen uns gegenseitig und unterstützen uns gegenseitig, wo es geht. Und das ist einfach ein tolles Team. Conny Köpper, die Leistungssportlerin, die Top-Athletin und andererseits aber auch die Conny, die Mutter ist, die einen Job hat. Wie kriegst du das alles gemanagt? Ja, sicher. Nur ich sage, das ist alles Sache der Einteilung. Und ich muss sagen, dadurch im Familienbetrieb mitarbeite, habe ich natürlich meinem Papa viel zu verdanken, dass ich einfach auch in der Arbeitszeit mein Training absolvieren kann, weil sonst ginge das wahrscheinlich eh nicht so, wie ich jetzt trainiere. Und der Rest, ja, es ist einfach, die Kinder sind in der Schule, dann mache ich mein Training. Das heißt, das Mama-Dasein geht auch nicht so unter durch das. Und ja, es ist, wie gesagt, einfach nur eine Sache der Einteilung und das passt eigentlich ganz gut. Das Highlight war sicher voriges Jahr der Graz Marathon. Weil so einen großen Marathon zum Gewinnen ist schon was ganz Besonderes und die Chancen hat man nicht oft. Und da hat einfach alles zusammengepasst und das war, ja, es ist einfach irres Gefühl, wenn du da reinrennst in den Zielkanal und die Leute peitschen dich auf die letzten paar Meter halt da rein ins Ziel. Also es war schon, also es ist echt ein tolles Gefühl gewesen. Welche Zeit bist du da gelaufen? Das waren die 2:45 bin ich da gelaufen, ja. Wie ist der Gang auf den letzten Kilometer? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, also in Graz, da war es das Wetter, also vorher war es kalt, dann war es sehr heiß. Das heißt, es waren eigentlich nicht so leichte Bedingungen aufgrund der Hitze. Und wir müssen, die letzten 8 Kilometer waren eigentlich wirklich hart. Und ja, aber wenn du weißt, du bist Erster und du kannst das Ding gewinnen, natürlich, dann willst du unbedingt und dann beißt einfach noch durch. Und ja, es war nicht leicht, aber natürlich, das hat mich dann motiviert, dass ich halt dann nochmal durchbissen habe. Wie ist er dann unmittelbar nach der Ziellinie gegangen? Ich muss ehrlich sagen, wenn du da reinkommst und die Euphorie und dann die ganzen Leute dort, also es war einfach super, da vergisst sofort jeden Schmerz, den du vorher auf die letzten Meter gehabt hast. Jetzt sind es noch etwas mehr als 2 Wochen bis zum Borealis Linz-Donau-Marathon am 19. April. Wie schauen jetzt die letzten Vorbereitungstage dafür aus? Hast du da so, oder kannst du uns ein bisschen was verraten? Ja, es werden sicher noch ein paar Trainings im Marathon-Tempo sein, nicht mehr allzu viel. Die langen Läufe sind eigentlich mehr oder weniger so weit abgeschlossen, zumindest die ganz langen Läufe. Und ja, ansonsten die letzte Woche ist dann nicht mehr viel, dann ist eher mehr nur noch erholen, nur noch kurze Sachen, aber wird nichts mehr Großartiges sein, was man jetzt nicht hat. Kommt nicht mehr.